So, meine Lieben, willkommen noch einmal zu Assassin's Creed 3 und damit herzlich willkommen zu den Bonusparts. Ja, auch hier gibt's Bonusparts. Es gibt vielleicht keine Wahrheit, aber so ein bisschen was kann man ja noch nebenbei machen. Unter anderem nämlich die kompletten Marinemissionen. Eine haben wir nur noch übrig, die anderen habe ich schon mal vorgelegt. Einfach nur, um zu gucken, wenn wir jetzt die letzte machen, ob es dann vielleicht noch eine besondere Videosequenz gibt oder etwas Besonderes, das man freischaltet in den Häusern, beziehungsweise in unserem Haus. Und eine Sache, die wurmt mich auch, und zwar, dass wir in Boston und in New York jetzt Pivots sammeln können, ja? P-I-V-O-T geschrieben. Und diese Dinger, die stehen dort überall rum und werden jetzt nach und nach aufgedeckt, obwohl wir da gar nicht langlaufen. Ich habe das gerade gemerkt, als ich jetzt die letzten Maritim-Missionen gemacht habe. Da ist immer wieder gekommen, ja, in New York gerade wieder ein Pivot entdeckt. Okay, dachte ich. Ein oder zwei hatte ich schon gesammelt und die geben Aufschluss auf die letzten Almanach-Seiten. Warum hätten wir die denn nicht früher haben können? Mensch, ich hätte das Spiel gerne so alles in allem einmal abgerundet, abgeschlossen. Nein, erst jetzt, wo wir alles fertig haben, schaltet sich so einiges frei, was man noch machen kann. Unter anderem haben wir sogar einen weiteren Auftrag. Dafür müssen wir ins Grenzland. Warum? Wofür? Weshalb? Das habe ich nicht ganz verstanden. Finde ich schade. Damit wurde das nicht ins Spiel reingenommen. Klar, damit hängt man vielleicht denjenigen, der an Assassin's Creed 3 hängt, noch ein bisschen an die Strippe. Aber ich mag runde Abschlüsse. Das ist so mein persönliches Empfinden. Wir gehen auf jeden Fall in den letzten maritimen Auftrag, der sich nur noch hier oben erstreckt. Dann ist alles vorbei. In Lewisburg. Ein Unikat, Freibeutermission. Auf geht's. Der Alte hat sich einen Kaffee besorgt und dann klappt das auch. Na dann, zeigt mal, was ihr drauf habt. Ihr seid unsere Schiffe, das ist gut. Wir wollen volles Segel, denn wir wollen dorthin, wo auch immer es hingeht. Noch 600 Meter. Nicht mal mehr ein Kilometer. Und was machen unsere Schiffe, unsere Verbündeten dort unten am roten Punkt? Ich glaube, die beballern den und wir müssen aufpassen, dass die nicht unterbrochen werden. Eine Fregatte versenken. Halbes Segel! Gebt mir gar kein Segel. Wir bleiben einfach hier. Drehen uns einmal. Oh, können gar nicht so weit drehen. Nein! So nicht, Freundchen. Nicht mit mir. Sehr schön. Haben wir noch einen getroffen? Ja, haben wir. Bleiben einfach hier stehen und warten. Irgendwann wird sich schon was Schönes ergeben, so wie das da. Okay, wieder auf Fahrt. Nicht ganz auf voller Fahrt, aber immerhin. So arbeiten wir uns langsam voran. Oh, das war daneben. Das war aber ein Treffer. Sehr gut. Ah, zu spät. Oh. Gerade so noch erwischt. Auf volles Segel. Ah, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Genau, weg mit diesen ganzen Viechern. Ja, ich würde ja gerne auf die Klippen achten, aber diese Videosequenz haut mich hier voll raus. Oh oh. Komm schon. Treffer. Und das letzte Schiff. Sehr schön. So, wir sind auf vollem Segel. Das ist schlecht. Jetzt können wir volles Segel geben. Auf dass wir erstmal aus der Bucht rauskommen, um besser wenden zu können. Nicht das große Schiff, die kleinen bitte.
Geht nicht. Ist zu weit weg. So, volles Segel. Auf dass wir sie einmal wegbomben. Ah, das bringt im Moment nicht so viel. Ja, schießt mal auf euren Kollegen. Den wir auch noch mal ordentlich vom Buck knallen. Jetzt seid ihr dran. Sehr schön. Kommt ruhig mit. Ihr geht nicht zu unseren Verbündeten. Oh, ladet nach, Mensch. Feuer frei. Ja, sehr schön. Die haben wir versenkt. Eine Fregatte versenken haben wir geschafft und wir haben sie so ziemlich abgelenkt. Schätzt man nicht, dass wir alle vernichten sollen. Ah, komm ruhig in meine Nähe. Wir hauen dich weg. Oh, voll verankert, voll verkeilt. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben unseren Leuten genug Zeit gegeben, das Schiff zu versenken. Unternehmer, kein Pirat. Wir haben alle maritimen Missionen abgeschlossen und damit ein neues Achievement freigeschaltet. Volle Synchronisation. Genial. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was da für ein Auftrag auf uns wartet. Die Spannung zerreißt mich fast. Boah. Und der Kaffee auch. Gut. Hier unten soll es sein. Wir porten hin. So, ausgerechnet im Grenzland. Eventuell dürfen wir wieder mit dem Adler durch die Gegend fliegen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das zu irgendeiner Mission dazu zählt. Ich habe bisher noch keine gesehen, die jetzt irgendwie noch frei wäre, außer den Missionen. Tatsache, doch im Indianerdorf. Und hier vorne. Das ist New York. Okay, Hauptmission, ja. Schnellreise, genau. Außer den Missionen, wo wir etwas liefern sollen, ist mir nicht aufgefallen, dass uns irgendwas noch fehlt. Großartig. Was vielleicht noch missionsrelevant ist? Eventuell sogar punkterelevant? Oh, hier vorne gleich. Kanataseton. Okay. Es ist so, unsere Leute sind ja abgehauen, sind ja geflohen, beziehungsweise wurden vertrieben von den Patrioten und wir haben jetzt bloß noch einen Abenteurer hier. Wenn du hungrig bist, ich hab genug. Nein, danke. Wo sind denn alle hin? Nach Westen. Ist schon eine Weile her. Anscheinend hat der Kongress des Land einem Mann aus New York zugesprochen. Was? Das passiert jetzt immer öfter. Die Regierung sagt zwar, sie nehmen kein Land, das schon bewohnt ist, aber... Wie konnte das nur passieren? Wir sind jetzt allein. Überhaupt kein Geld und keine Hilfe aus England mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen. Und selbst bezahlen. Land ist schnell und leicht verkauft. Und nicht so lästig wie Steuern. Und da angeblich der ganze Krieg nur deswegen ausgebrochen ist, will sie keiner so schnell zurück. Sind kluge Köpfe unsere neuen Anführer. Die greifen noch nicht ganz so hart durch. Noch zu früh für Steuern. Zu britisch.
Danke. Pass auf. Aber Steuern lassen sich nicht ewig zurückhalten. Der Sumpfuchs. Rekrutenauftrag erfolgreich. Ach so. Okay, das waren unsere Rekruten. Ja, auch die haben sich noch einmal zu Wort gemeldet und werden gleich wieder auf neue Jagd geschickt. Immerhin ist der eine schon Level 6. Ich hoffe, dass es nicht bis Level 15 geht, sondern wirklich nur bis Level 10. Müssen wir mal gucken. Ja, neue EP. Sehr gut. New Hampshire. Da müssten wir fast durch sein. Wenn wir nicht sogar durch sind. Genau. Das ist der letzte Auftrag. Den können ruhig unsere Leute hier erfüllen. Das schaffen sie auch zu 100%. Auf geht's. Dann habt ihr auch bald wieder ein neues Level. Und ich kann mich jetzt erstmal auf den Rest einlassen. Gut. Zurück zum eigentlichen Geschehen. Wir haben hier noch einen, den wir verprügeln können. Dann machen wir die Schlägeraufträge noch mehr oder weniger zu Ende. Dann können wir hier noch einen Lieferauftrag annehmen, den ich schon 4 oder 5 Mal angenommen habe, der immer wieder kommt, komischerweise. Wahrscheinlich wird er nicht genommen, solange ich noch 2 weitere Lieferaufträge in der Liste habe. Was könnte da in New York sein? Wir gucken mal hin. Wir bewegen uns einfach mal rüber. Wir haben ja jetzt mehr oder weniger eigentlich einen Auftrag bekommen, eigentlich gar keinen. Das ist wohl nur noch mal so eine kleine Gedächtnisstütze, was passiert ist und worauf wir uns einlassen und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir in New York, was wir dort finden. Wer uns denn einen Auftrag geben möchte? Hier vorne, eine Hauptmission. Ja, definitiv. Da porten wir doch einfach mal. Und wir können gleich mal auf der Karte gucken. Ich hatte ja von diesen Pyros geredet. Ob hier irgendwo eins aufgetaucht ist. Nee. Obwohl mir angezeigt wurde, dass dort jetzt eins verfügbar ist oder wäre. Ach, ich muss ja... In der Karte muss man einmal nach oben switchen. Animus wird synchronisiert. Pivot-Info. Das ist die Information, was die Pivots angeht, dass uns hier 2 fehlen, die irgendwo noch rumstehen. Ja, das sind diese Zahlen, die so ganz komisch immer hin und her gehen, weil man nicht genau weiß, was das für welche sind. Und aus diesen Hex-Dingern setzt sich dann zusammen, wo wir ungefähr die Animus-Seite finden können. Also weiter runter, Karte. Zu findende Pivots, keine. Nicht Pyros, Pivots, genau. Tja. Eigenartig, oder? Warum erst jetzt? Das frage ich mich. Traurig, aber wahr. Es kommt alles viel zu spät. Keinerlei Uneinigkeit. Rekrutenauftrag erfolgreich. Geld erhalten. Assassinen sind glücklich und haben es geschafft. Die EP erhalten. Und neue Auftragsattentate freigeschaltet. Übrigens habe ich die Vermutung ja aufgestellt, dass so wie wir diese Freibeutermission gemacht haben, diese maritime Mission, um unseren Weg frei zu hauen, gibt es bestimmt auch diese Landkonvoi-Mission, dass man die überfällt, um eben den Weg frei zu machen für unsere Konvois. Und je nachdem, wie viele Wege wir frei gemacht haben, können wir damit... Wir laufen in die völlig falsche Richtung. Kann ich mich auch wieder porten. Können wir damit unsere Risikofaktoren, was das Überbringen der Konvois angeht, verringern. Sodass wir überhaupt keine Probleme haben, sollten wir mal was verschicken, gibt es keinen Ärger mit irgendwelchen Leuten, die das überfallen. So, Norden. Immer weiter Richtung Norden. Aus dem Weg. Moin, Leute. Ja, die Engländer sind komplett abgezogen. Ich sehe jetzt bloß noch Blauröcke hier rumlaufen. Hier ist ein neuer Laden, den wir bisher noch nicht entdeckt haben. Jetzt schon. Wir können ja einmal mit ihm reden. Hallo. Sagen wir mal, wir möchten irgendwas kaufen, wie zum Beispiel Verbrauchsmaterial. Pfeile. Brauche ich nicht. Munition. Kann man immer gebrauchen. Nu, ich möchte mehr. Achso, rechts rum. Okay. Ja, 12 Mal Munition.
Dann haben wir Wurfpfeile, Giftpfeile. Wurfpfeile sind auch interessant, aber Fallen können wir 20 tragen. Da habe ich eine größere Tasche gebaut, hergestellt. Das ist auch wieder so ein Ding, man muss seine Upgrades selber herstellen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es natürlich eher machen können. Auch was die Sprengfallen angeht, können wir jetzt 5 haben, nicht nur 3. Das ist natürlich auch sehr nice. Die konnte ich im Untergrund gut gebrauchen. Und Köder können wir auf 10 wieder aufstocken. Gut. Wir haben einmal mit ihm gehandelt. Ich hoffe, das reicht aus, um ihn jetzt in unser Geschäftsbuch eintragen zu können. Gucken wir mal. Nee, warte mal. Handel. So, Landkonvoi. Sagen wir mal, wir wollen Bienenwachs verschicken. Wir haben in Boston 2 Leute. Und jetzt auch in New York 2 Leute. Sehr gut. Er wurde also aktualisiert, mit eingetragen und wird auf der Karte wahrscheinlich jetzt auch nochmal ein bisschen verdeutlichter angezeigt. Genau, mit einem schönen weiß leuchtenden Pfundzeichen. Und dann gucken wir nochmal, da ist noch eins und dann haben wir hier noch ein Zeichen, das noch sehr grau ist. Da werden wir auch gleich nochmal hingehen, um den freizuschalten, denn wenn man alle Händler hat, bekommt man ebenfalls wieder ein Achievement. Lasst die Toten ruhen, der Rekrutenauftrag ist erfüllt, es gibt Geld. Jede Menge EP und irgendwelche Fragezeichen. Achso, wo wir uns gerade befinden. Genau. Jetzt sind wir im Nordbezirk. Das hast du gut erkannt. Ach, guck mal, eine Kutsche. Das könnte unsere Kutsche sein. Das machen wir sofort. Erstmal gehe ich ganz kurz zu den Rekruten. Tag der Evakuierung. Oh, was soll denn evakuiert werden? Ich hoffe doch, wir nicht. South Carolina. Nee, warte mal, wir müssen erstmal oben die Aufträge fertig machen. Ihr seht schon, New Hampshire ist komplett fertig. Das wird jetzt ausgegraut angezeigt. In Quebec haben wir noch ein bisschen was, wie zum Beispiel die Templerschen Kommunikationswege. Dauert 15 Minuten. Und wir haben Unterstützung. 10% Erfolg. Aha.